Button auf Aufnehmen und auf Facebook geht es jetzt auch los. Ja, dann sage ich mal, nee, 24 Sekunden, 9 Sekunden, 7 Sekunden, es dauert noch, es dauert doch noch, aber wir sind schon sozusagen auf der Aufnahme gestartet. Und jetzt beginnt das Live-Video. Hallo alle zusammen. Erstmal hallo lieber Philipp Leon Hi. und hallo liebe Heike. Ich freue mich sehr, dass ihr beide meiner Einladung Hallo. gefolgt seid und auch alle, die zugucken, freue ich mich auch sehr, dass ihr zuschaut, denn ich freue mich besonders immer, wenn ich Menschen in meinem Talk habe, die ihren Herzensweg gehen und gegangen sind. Und das sind die beiden absolut. Den Philipp durfte ich sogar zu The Voice of Germany bis ins Halbfinale begleiten und habe da seinen Weg mitbekommen. Und das Tolle ist, der ist ihn einfach weitergegangen. Darüber erzählst du gleich ein bisschen. Und nicht, oh, Musik ist nichts, damit verdienst man kein Geld, sondern du gehst einfach das und machst das, was du liebst. Und die Genau. Heike hatte einen richtig klassischen, sicheren Job. Was genau kannst du auch noch erzählen? Und ist sozusagen einen Schwung ganz in die andere Richtung gegangen und interessierte sich schon, glaube ich, immer für die Gesundheit und ja, ist jetzt Heilpraktikerin in Ingelheim. Nee, in Ingelheim ist richtig, ne? Gau Algesheim. Also ganz in der Nähe von, genau, Direkt daneben. direkt daneben und Genau. hat zwei Kinder und einen Mann und ja, hat das gemacht, was ja ihre Berufung ist. Und das wird sie auch noch genauer erzählen. Und Philipp, du hast jetzt gerade schon gesagt, mittlerweile bei so einem Interview, auch wenn es live ist, bist du gar nicht mehr nervös. Wie ist das gekommen, dass du da jetzt einfach wirklich deine Angst besiegt hast? Das finde ich total klasse. Ja, also ich sage mal so, das gehört natürlich irgendwie dazu, wenn man oft auf Bühnen steht oder oft generell vor Menschen ist, dann sollte man das irgendwann in den Griff kriegen. Ansonsten kann man halt nicht sein volles Potenzial entfalten. Das habe ich in den letzten Jahren jetzt rückblickend auch gemerkt. Ich, ohne mich jetzt selbst zu sehr loben zu Darfst wollen, du? hab ja schon ein Talent und das Talent verhilft mir dazu, solche Situationen auch unter Nervosität gut zu meistern, also meine Leistung zu bringen, gut zu singen, gut zu performen, die Leute zu unterhalten. Aber wenn ich mir Videos angeschaut habe im Nachhinein, habe ich an meiner Körpersprache schon gemerkt, dass ich sehr, sehr angespannt war und ich glaube, das merkt auch ein aufmerksamer Zuschauer. Und das war eben meine Hauptaufgabe in den letzten Jahren, das in den Griff zu kriegen. Und jetzt im Moment fühle ich mich eigentlich damit sehr wohl. Ich habe da einen guten Weg für mich gefunden, eine gute Sicherheit und eine Positivität, die dazu führt, dass die Aufregung immer weiter abgenommen hat und mittlerweile wirklich auf einem sehr, sehr angenehmen Level ist. Ja, so ein bisschen Grundnervosität darf ja auch immer sein, damit wir so ein paar Endorphine ausschütten, aber nicht zu viel. Und du hast ein neues Video gerade auf den Markt gebracht, das heißt Farbe und sagst, wir brauchen mehr Farbe in unserem Leben. Wie kommst du zu deinen Texten oder zu diesem tollen Text? Weil mehr Farbe, mehr Liebe, da handelt es ja auch vom älteren Ehepaar. Wie kommst du dazu? Ja, also die meisten Texte sind schon aus meinem Leben inspiriert. Also ich tue mir immer relativ schwer damit, einen fiktiven Text zu schreiben, weil ich will ja Menschen damit inspirieren und berühren. Und ich glaube, man kann natürlich auch mit schönen Gedanken und mit der Fantasie jemanden berühren und bewegen und inspirieren. Aber es inspiriert dann schon mehr, wenn da eine echte Geschichte dahinter steckt und wenn man jetzt, wie ich in dem Moment gefragt werde, was dahinter steckt, was Reales zu erzählen hat. Und ich habe einfach gemerkt in den letzten Jahren, um mich jetzt speziell auf Farbe zu beziehen, dass die Menschen um mich herum, nicht mal im privaten Umfeld, sondern die Menschen, denen ich so begegne im Alltag, dass die irgendwie immer unglücklicher aussehen, immer grauer, gezeichnet vom Alltag. Viele stecken in einem Beruf, der ihnen gar keinen Spaß macht, aber weil sie Angst haben, ihr Leben nicht mehr unterhalten zu können, bleiben sie in diesen Strukturen und fahren jeden Morgen um 4:30 auf die Arbeit, obwohl sie eigentlich keine Frühaufsteher sind und tun sich total schwer. Und das habe ich eben beobachtet und habe mir gedacht, ey, das kann es doch irgendwie nicht sein. Man muss doch zumindest einen guten Mittelweg finden zwischen glücklich sein mit dem Job und finanzielle Sicherheit, ne? Und das war so der Ausgangspunkt. Und von da an sind mir immer mehr Ideen gekommen, in welchen Lebensbereichen man das bräuchte. In dem Song geht es auch in weiten Teilen um freie Liebe, eben auch gleichgeschlechtliche Liebe, dass man das eben endlich mal in allen Belangen gleichsetzt mit dem veralteten Rollenbild Mann und Frau. Es geht aber auch darum,
die ewige Liebe sozusagen zu finden, also jemanden zu finden, mit dem man alt werden kann, glücklich alt werden kann und keinen Tag bereut. Ne? Sehr, sehr schön. Ja, und Heike, du hast die bei der Balance zwischen finanzieller Sicherheit und dem zu machen, was du willst, dich für das zu machen, was du willst, komplett entschieden. Wie lange ist das ungefähr her und hast du es jemals bereut? Ja, also der Weg raus war ein längerer Prozess, sich da loszulösen, weil ich einfach auch, ja, liebe Kollegen hatte. Also ich war 20 Jahre lang in der Bank unterwegs. Ich habe eine klassische Ausbildung gemacht als Bankkauffrau. Das war einfach so, ja, in der Kleinstadt aufgewachsen. Und meine Mama hat mir eben auch diesen Sicherheitsaspekt mitgegeben. Einfach, denke ich, auch aus dem eigenen Empfinden, Kriegsgeneration und mach was Solides. Und dann geht man erstmal den Weg los. Und ich glaube, es ist auch nichts verloren. Und ja, dann geht man weiter. Dann habe ich mich eben aus dieser Kleinstadt in die Großstadt getraut, habe ein Studium auch in dem Bereich gemacht, Finance and Management, und habe einfach parallel eben auch in der Großbank in Frankfurt angefangen und hatte immer so meine Insel auch. Also ich hatte immer tolle Kollegen und auch super Chefs. Ich habe heute noch guten Kontakt zu denen. Und sich da rauszulösen, also von den Menschen weg, also die Menschen waren schon immer meine Herzensangelegenheit, das ist mir nicht so leicht gefallen. Und da konnte ich natürlich meine Tools gut nutzen, alles, was wir ja auch gemeinsam schon gelernt haben. Du bist auch CQM Master Coach, Persönlichkeitsentwicklung, die da stattgefunden hat. Ja, und dann irgendwo war der Schritt klar, wenn ich die Ausbildung schaffe zur Heilpraktikerin, die Prüfung schaffe, dann ist es mehr, als es nur für die Familie anzuwenden, was ich vorher schon gemacht habe, aus voller Überzeugung. Und dann habe ich gedacht, jetzt, ich probiere das jetzt. Und wenn das, wenn die Tür aufgeht beim ersten Mal, dann ist es meine Tür. Und das hat funktioniert. Und so bin ich seit 2018 voll selbstständig. Und ja, der Aufbau der Praxis klappt gut. Und jeder Patientenkontakt, das macht mich einfach glücklich. Also es ist einfach, das spürt sich anders an. Das ist ja genau das, was Philipp auch gerade gesagt hat. Super genial. Und deine Kunden und Kundinnen, sind das hauptsächlich Privatpersonen, die zu dir als Heilpraktikerin kommen? Oder hast du auch Businesskunden, weil du auch aus dem Business kommst, um Menschen dann auch zu ihrem Glück verhelfen? Weil du hast es ja selber erlebt und bist diesen Weg gegangen. Also direkt aus dem Business noch nicht, aber ich habe auch schon Gesundheitstage in Apotheken und Fitnessstudios gemacht, weil ich einfach auch Zellcheck-Analysen anbiete, sprich man kann eben mit einem Spektrometer an der Handinnenfläche messen, was auf Zellebene an Mineralstoffen, Spurenelementen da ist, oxidativer Stress, all diese Dinge, wie sieht mein Immunsystem aus, und das habe ich auch schon, also auf einer Messe oder auch an Gesundheitstagen angeboten. Das heißt, wenn jetzt irgendeine Firma, ein Betrieb oder ich kenne das auch aus Ministerien, so Gesundheitstage sagt, wir wollen mal so einen Gesundheitstag machen, da muss nicht erst kompliziert Blut abgenommen werden, sondern mit dem Zellcheck kannst du sagen, das und das braucht ihr oder da und da sind Veränderungen und denen schon mal Hinweise geben. Richtig, ja, das ist ein medizinisch zugelassenes Gerät, was auch Ärzte und Krankenhäuser nutzen dürfen. Und das Lambert-Bär-Verfahren ist quasi, das ist schon ganz alt, das Verfahren, was man damit nutzt. Die haben in den 30er Jahren schon einen Nobelpreis damit gewonnen. Und seit 2014 gibt es eben dieses Gerät. Es gibt noch 2, 3 weitere. Und ja, das kann man da einfach messen. Und also die Analyse ist sofort verfügbar. Ich nehme kein Blut ab und ich schaue halt auch nicht aufs Blut, was einfach ergänzend wichtig ist. Aber ich schaue diesmal auf die Zelle, weil wir auch festgestellt haben, dass manche Menschen einfach ausreichend Mineralstoffe im Blut haben, aber sie kommen nicht an. Das heißt, jemand hat zum Beispiel, eine Frau hatte ausreichend Kalzium im Blut, aber sie hatte Osteoporose. Und dann liegt das halt irgendwo anders, ja, dass das gar nicht dahin kommt, wo es hin soll. Und nicht verwertet wird, oder? Genau. Ja, dann kann sie noch so viel zu sich nehmen, aber es hilft nicht. Und dann so muss tiefer geguckt werden. Genau. Ja, interessant. Philipp, was ist denn so dein Lieblingssong? Natürlich der neue Farbe, aber wenn du den jetzt mal ausklammerst, was von den Liedern, die du bislang gesungen hast, wo du sagst, da bin ich völlig begeistert von, gibt es sowas? Oder ist das schwierig zu sagen, weil jeder deiner Songs für dich so toll ist? Also man kann schon Abstufungen machen. Es gibt natürlich Songs, die mir noch ein Stückchen besser gefallen als andere oder zu denen ich noch einen engeren Bezug habe. Also ein Song, der mir, ich unterteile das mal, ein Song, der mir musikalisch neben Farbe am besten gefällt, ist Wände aus Papier. Den habe ich, glaube ich, im letzten Jahr, also 2019, im Mai veröffentlicht.
Das ist einfach ein Song, der steckt mir selbst immer noch oft im Ohr und den performe ich auch sehr, sehr gerne live. Thematisch ist es auch ein sehr, sehr, ich sag mal, verspielter Song und beleuchtet das Thema sich verlieben nochmal von der anderen Seite. Und thematisch und emotional ist mir der Song Horizont sehr, sehr nah. Da es in dem Song um die Verarbeitung einer Trennung geht, an der ich sehr, sehr lange geknabbert habe. Und im Zuge dieser Trennung musste ich eben lernen, loszulassen und ja, in den falschen oder in den richtigen Momenten eben nicht mehr festzuhalten, weil man eben merkt, dass einem das nur weiterhin wehtut und einen ja, unglücklich macht. Und daher war der Song eben für mich persönlich, für meine persönliche Weiterentwicklung wichtig oder steht dafür. Und deshalb habe ich dazu natürlich noch einen emotional sehr großen Zugang. Kriege ich Gänsehaut allein nur beim Erzählen. Und es ist ja so toll, ne? Wie ihr jungen Menschen dann die Weisheit eures Lebens dann einfach in die Lieder bringt und die alle ansprechen und berühren. Und ich finde ganz toll, dass du treu geblieben bist, auch dass du Deutsch weiterhin singst. Also eigentlich, bevor du zu The Voice kamst, hast du gar nicht Deutsch gesungen. Genau. Und bist du durch The Voice gekommen. Wie kommt es, dass du dabei geblieben bist? Oder sag mal, was du vorher gemacht hast, damit wir so das Publikum, der liebe Peter ist auch dabei und meine Mutter ist heute mal dabei als Publikum. Wie schön. Also dein Vater ist der Peter, genau. jetzt hat mich das irritiert, dass meine Mutter dabei ist. Na, sowas, wie schön. Seht ihr, da bin ich auch mal nervös und habe tatsächlich das erste Mal jetzt den Faden verloren. Aber ich glaube, die Frage hatte ich vorher schon gestellt, Philipp. Falls du die verstanden hast, kannst du sie beantworten. Machen wir es doch einfach so rum, bevor ich die wiederhole. Genau. Also du hattest gefragt, wie ich dazu kam, Deutsch zu singen. Ja. Ja, vorher habe ich ja englischsprachige Alternative-Musik gemacht, also so im Bereich Metal, Metalcore, also ist auch so eine Abspaltung des Metal-Bereichs. Und das hat mir auch sehr, sehr Spaß gemacht. Und obwohl ich die Musik heutzutage nicht mehr mache und auch nicht mehr so viel höre, kann ich damit immer noch was anfangen. Als ich mich bei The Voice beworben habe, war mir natürlich ein Stück weit klar, dass dort diese Mainstream-Musik, die kommerzielle Musik, die kommerzielle Popmusik hauptsächlich stattfindet. Und die mochte ich ja vorher auch. Also ich habe ja Radio gehört, ich habe als Kind die Bravo-Hits-CDs gehört. Also das lag mir ja schon irgendwie nah. Und dann habe ich da diesen Casting-Marathon, muss man wirklich sagen, durchlaufen. Das waren 5 Vorrunden allein vor den Blind Auditions, also vor der ersten Fernsehrunde. Und da haben dann die Vocal Coaches und Redakteure gemerkt, okay, anscheinend passt deutsche Musik auch ganz gut zu mir als Musiker, zu mir als Künstler oder auch zu meiner Stimme. Und anfangs war ich davon gar nicht so begeistert, weil ich von deutscher Musik fälschlicherweise wenig gehalten habe. Ich war da, was das angeht, ein bisschen intolerant und habe da auch keine Experimente gemacht. Aber ich dachte, okay, ich spiele da mal mit, wenn die das denken, ich mache das jetzt einfach mal, dann habe ich vielleicht eine ganz gute Ausgangsposition. Und nach und nach ging dann die deutsche Musik an mein Herz und ich habe gemerkt, es kann unglaublich schön sein, in seiner Muttersprache zu singen, die Dinge so beim Namen zu nennen, wie sie eben sind, nicht ins Englische denken zu müssen. Und das ist uns als Deutsche einfach näher, würde ich sagen, als deutsche Muttersprachler. Und die Texte haben mich berührt, die Musik drumherum ist dann auch mir näher gekommen. Und so habe ich dann angefangen, die ersten eigenen Songs auf Deutsch zu schreiben, auch schon während The Voice, so ein bisschen rumexperimentiert und habe gemerkt, das ist das Ding, was mich als Künstler ausfüllt und was ich gut kann und habe eben weitergemacht. Ne? Also, das ist ja dann ganz logisch, wenn man was gefunden hat, was einem liegt. Ne? Das heißt, ohne The Voice wärst du aber vielleicht gar nicht da angekommen, zumindest nicht in dem Tempo, wo du jetzt bist. Genau, das stimmt schon, ja. Muss man so sagen. Spannend. Gleich frage ich dich noch nach deinen Zukunftsplänen, aber jetzt gehe ich erstmal wieder zu Heike. Heike, Gesundheit liegt dir am Herzen und nicht die Krankheit zu unterstützen. Also Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen würden ja auch ihre Praxen nie Krankenhäuser oder so nennen. Ne? Also sind leider gerade etwas ein bisschen gefährdet, weil es da Bestrebungen gibt, die zu verbieten. Wie siehst du so deine Rolle im medizinischen System? Was ist dir besonders wichtig? Ja, also wichtig ist mir einfach der ganzheitliche Blick auf den Menschen, weil die Krankheit hat ja mit dem Menschen zu tun. Und ich sage immer, Körper, Geist und Seele gehört einfach zusammen. Das kann man nicht auseinander dividieren.
Und so sehe ich es auch im gesamten Gesundheitssystem. Also ich glaube, wir sollten einfach in Zukunft gemeinsam noch viel mehr zusammenarbeiten. Ja, ich bin froh, dass wir die klassische Medizin haben. Und genauso wie in der Schweiz, vielleicht gibt es irgendwann mal ein System, wo das gleichberechtigt miteinander darf. Und ich glaube, viele Ärzte möchten das eigentlich auch. Also ich führe viele gute Gespräche und habe auch Weiterbildungen bei Laboren, besuche ich, da sitzen Heilpraktiker und Ärzte einfach nebeneinander. Und jeder hat ja so seine Stärke. Und ja, der eine hat halt die Naturheilkunde mehr in der Kräuterheilkunde und der andere macht eben mehr die Homöopathie. Also es sind so viele Möglichkeiten da, die Mikronährstoffe, die aufgefüllt werden sollten, orthomolekular. Also es sind so viele Sachen, Aspekte, die zusammengehören und das Leben des Patienten darf man auch nicht außer Acht lassen, wenn da viel passiert. Ich muss einfach fragen. Und das wird uns oft vorgeworfen, es wird oft gesagt, wir führen nur ein Gespräch und deswegen fühlt sich der Patient schon besser. Ich glaube, empathisch zu sein, das tut jeder, ja. Und dieses Gespräch ist aber wirklich eine gründliche Anamnese, ein gründliches Erfragen und Zuhören, was beschäftigt den Menschen, was steht dahinter. Ja, und dann kann ich an ganz verschiedenen Ecken ansetzen. Und das ist eben mein Wunsch, mit dem Patienten gemeinsam einfach in eine Verbesserung reinzukommen. Und ja. Das, das mit den Ärzten ist tatsächlich so. Ich bekomme heute Abend eine Freundin, die Ärztin ist, zu Besuch und die war auch schon in meinem Talk, die Beate Strittmatter. Und die schickt mir jetzt auch manchmal, also diese Woche kommt eine Patientin von ihr, weil sie sagt, so, du arbeitest dann mehr ganzheitlich noch. Ich arbeite das zwar auch, aber an der Stelle bist du jetzt für die sie noch neben meiner ärztlichen Arbeit weiterbringt. Also diese Kooperation ist einfach ganz wichtig, um zu wissen, wo will ich denn hin? Ne? Was ist denn vielleicht mein Lebensweg, mein Herzensweg? Ja. Und da haben ja Ärzte und Ärztinnen oft leider auch keine Zeit für in ihrem Alltag. Ganz genau. Und können das ja auch oft gar nicht abrechnen oder darstellen, was auch sehr schade ist. Ne? Also weil genau dieses Gespräch, wie du sagst, das Wichtigste ist. Und du hast diesen Zellcheck, hast du schon erzählt. Worauf bist du denn sonst noch spezialisiert? Das heißt, wenn ich jetzt zu dir kommen wollen würde, was wäre sozusagen, sind deine Spezialgebiete? Was kannst du besonders gut behandeln? Vielleicht hast du noch mal ein, zwei Beispiele auch für mich. Mhm. Ja, also ich liebe die Homöopathie nach wie vor, die klassische, was auch eine Ausbildung zugrunde liegt. Also das ist in Deutschland ja auch sowohl für den Arzt als für den Heilpraktiker 3 Jahre Ausbildung mit Prüfung und allem. Ja, und da mache ich Erfahrungen, wenn ich jetzt an einen Handwerker denke, der einen Hexenschuss hatte und am nächsten Tag kann er sich wieder aufrichten, dann ist das für den also ja eine Riesenerleichterung. Der kann einfach wieder arbeiten gehen. Oder auch ein 10-jähriges Mädchen, was im Hüftgelenk eine Entzündung und einen Gelenkerguss hatte. Die hatte Krücken und sollte eben geschmerzunterdrückende Medikamente nehmen. Und es war schon angedacht, vielleicht ins Krankenhaus zu gehen. Und dann habe ich eben einmal Pulsatilla gegeben in der entsprechenden Hochpotenz. Und am nächsten Tag stand die schon vor der Praxis ohne Krücken, wo ich gesagt habe, aber langsam, bitte noch schonen. Aber der Prozess ist einfach angestoßen in Richtung wirklich auch, ja, die Heilung. Ich darf ja keine Heilversprechen machen, aber das ist eine Erfahrung, ja, die ich erlebt habe. Und solche Sachen bestärken mich einfach auch weiterzumachen. Und ja, das sind so akute Fälle, aber genauso ist es im Chronischen. Da braucht es manchmal ein bisschen länger, wenn die Sachen über lange Zeit sich auch im Prozess entwickelt haben. Und da gibt es also auch verschiedenste Möglichkeiten, wie man wieder in eine Verbesserung kommen kann, ohne dass man das, wie gesagt, versprechen kann. Aber die Ergebnisse zeigen es ja. Und wir haben, bevor wir gestartet sind, auch schon über Angst gesprochen. Deswegen hatte ich auch Philipp direkt danach gefragt, dass er gar keine Angst mehr hatte. Und viele haben ja jetzt bei Corona ziemlich viel Angst. Was kannst du denn, und du weißt, darfst es nicht behandeln, das weiß ich, aber was würdest du den Menschen generell raten, um ihr Immunsystem zu stärken? Also singen und tanzen zur Musik ist das zum eine. Zum Beispiel, ja, super. Das ist wieder sozusagen die Verbindung zwischen Philipp und dir. Aber was gibt es da nochmal für Tipps für die Menschen, die gerade sagen, ich habe Angst und ich habe auch irgendwen mal gehört, der gesagt hat, wir sollten an alle Risikopatienten einfach Vitamine und so verteilen. Das wäre sozusagen eine ganz wichtige Maßnahme. Mhm.
Also es gibt Korrelationen, zum Beispiel zwischen dem Vitamin D-Wert im Blut, 30 Nanogramm pro Milliliter hat man festgestellt. Wenn das darüber lag, sind die Verläufe immer milde gewesen oder zu 80%, ja, also zum großen Teil. Und es hat schon auch was damit zu tun, wie sind denn meine Zellen aufgefüllt? Was habe ich denn für Antioxidantien im Körper, die da einfach mit klarkommen? Wenn so ein Virus da ist. Und es sind ja ständig irgendwelche Bakterien, Viren da. Die sind auch im Sommer da, nur da ist einfach auch unser Immunsystem gestärkt und das zeigt, was sollten wir tun? Ja, also Bewegung, rausgehen in die Natur, uns von frischen Dingen ernähren, selber kochen ist natürlich so, es möglich ist. Und ja, also den Vitamin D-Spiegel angucken. Vitamin C ist ein Antioxidant, die kalten nativen Öle wie Leinöl. Also wir brauchen einfach bestimmte Stoffe, damit unser Körper funktionieren kann. Und darüber hinaus ist es einfach auch ein guter Ratgeber, nicht in die Angst zu gehen, weil die Angst fährt das Immunsystem runter. Und das heißt für mich auch, dass ich so ein bisschen gucke, wie konsumiere ich die digitalen Medien, wie konsumiere ich das Fernsehen. Vielleicht so ein Part am Tag und dann wieder rausgehen und auch mit Menschen im Gespräch sein, soziale Kontakte pflegen, all diese Dinge. Deswegen mache ich ja jetzt ein bisschen andere Medien hier, ne? Und ich habe auch Ja, mal einen genau. Spruch Positive gemalt, Nachrichten sind gut. genau, Medi statt Medien, also Meditation Ja. statt Medien, hatte auch schon ein paar Meditationsexpertinnen wie die Jahin hier. Philipp, wenn wir jetzt zu deiner Zukunft kommen, also du bist jetzt schon Künstler, du bist nicht ganz so stark von Corona betroffen, weil du noch nicht hundertprozentig davon lebst oder leben musst, ne? Also, oder sagen wir mal, du hast noch nicht so die Kosten, wie vielleicht andere Menschen haben, wenn sie eine eigene Wohnung haben. Aber wo soll es für dich hingehen? Wo möchtest du dich in 10 Jahren sehen? Ja, ich muss dich in einer Sache korrigieren. Ja. Also ich lebe natürlich schon ausschließlich von der Musik. Natürlich gibt es da mehrere Teilbereiche. Also ich lebe nicht ausschließlich von meiner eigenen Musik, das stimmt. Aber ich spiele natürlich, das war natürlich während Corona auch nicht der Fall, aber links und rechts ganz, ganz viele andere Events, auch Hochzeiten mache ich noch und so. Und das lässt mich schon ganz gut über die Runden kommen. Das wusste ich gar nicht. Sehr schön. Gute Aber. Info. Wichtige Infos für gerade das saarländische Publikum, aber auch darüber hinaus. Genau. Da gibt es auch noch ganz viele andere kleine Projekte, wie zum Beispiel das Kinderhörspiel Heiner der kleine Hai, in dem ich die Hauptrolle Stimmt. gesprochen und gesungen habe. Da waren wir letztes Jahr ganz viel live unterwegs, was natürlich aufgrund Corona auch im Moment nicht stattfinden kann. Dann gibt es die Initiative Doppel-Einhornpause vom Ministerium für Soziales. Und aber ich beantworte gerade deine Frage Nein, nicht. aber super spannend, was du noch alles machst. Stimmt, das mit dem kleinen Hai habe ich mitbekommen, genau. Genau, du willst ja wissen, wo es hingeht. Also klar, du hast recht, Corona hat gerade die ganze Künstlerbranche, Livebranche arg gebeutelt. Und natürlich gilt es jetzt erstmal, das Ganze zu überstehen, gut zu überstehen, währenddessen zu schauen, in welchem anderen Bereich man vielleicht weiterkommen kann hinter den Kulissen, um dann startklar zu sein, wenn es wieder losgeht. Natürlich dürfen die Planungen nicht auf Eis gelegt werden. Und dann, sobald es wieder vollumfänglich möglich ist, einfach Gas geben, schauen, dass man oder dass ich in dem Fall die Releases nicht abbrechen lasse, sondern regelmäßig Singles rausbringe, vielleicht auch mal eine EP, ein Album und so weiter. Da ist jetzt noch nichts Konkretes in Planung. Aber in 10 Jahren hast du mich ja gefragt, will ich natürlich mit meiner eigenen Musik den ein oder anderen Erfolg eingefahren haben, etabliert sein in der deutschen Pop-Szene und eben, ich sag mal, zumindest mal 90% meines Einkommens mit meiner eigenen Musik bestreite. Also ich mache das rundherum sehr, sehr gerne. Ich spiele gerne noch Hochzeiten und Firmen-Events und so ein Kram. Aber der Traum ist natürlich, mit der eigenen Musik es zu schaffen und da die Clubs oder die Hallen zu füllen und damit eben auch rumzukommen. Und ich glaube, es gibt viele, die es versuchen, viele, die es nicht schaffen, aber ich bin jemand, der Niederlagen einsteckt und weitermacht und Mund abwischt, wie man so schön auf Deutsch sagt, und ja, weitermacht. Super schön. Ich weiß noch, wie du auf dem 60. Geburtstag von meiner, auf dem 16. von meiner Tochter als Überraschungsgast kamst und dann so ein bisschen auch gespielt hast. Ich meine, das war super nett. Ich wünsche dir aber eben die großen Bühnen. Hast du irgendeine Bühne, Genau. wo du am liebsten gerne draufstehen möchtest? Also irgendeine Arena, ich hatte jetzt einen Redner hier, der wäre gerne in der Porsche Arena in Stuttgart aufgetreten. Gibt es sowas? Also irgend so eine Idee, so eine Vision von dir?
Ich habe das ja alles schon mal so ansatzweise erleben dürfen, Gott sei Dank. Ich war ja mit der The Voice Tour in 16 großen Hallen hier in Deutschland, unter anderem die Lanxess Arena in Köln. Damals war es dann noch die O2 World in Berlin. Das ist mittlerweile die Mercedes-Benz Arena, die Festhalle in Frankfurt. Also da waren schon große und wirklich tolle Sachen dabei. Wenn ich jetzt mir eine Location hier in Deutschland aussuchen dürfte, müsste ich eigentlich mal überlegen, aber spontan ist mir eben das Olympiastadion in Berlin in den Kopf gekommen. Also das sehe ich irgendwie immer vor mir mit dieser halb offenen Seite, wo dann abends die Sonne drüber steht. Und das wäre schon der Traum, da mal zu spielen, mal, keine Ahnung, fünfstellig vor sich zu haben und ja, die Menschen da begeistern zu können von dieser tollen Kulisse. Mal schauen, ob es irgendwann vielleicht Realität wird. Ja, toll. Ich gehe gleich nochmal zu diesem anderen Projekt vom Ministerium zurück, aber jetzt komme ich erstmal nochmal wieder zu Heike. Was ist dir gerade noch am wichtigsten, den Menschen mitzugeben? Also du hast jetzt schon ganz viele Sachen gesagt, mit gesunder Ernährung in den Wald gehen, weniger Medien. Du hast jetzt auch so schön gesagt, ja, wenn jemand in Angst ist, also gar nicht in die Angst gehen, aber die Menschen, die in der Angst sind, da habe ich ein paar Tools für. Du hast auch ein paar Tools dafür. Hast du schon jetzt konkret auch welche aus der Angst rausgeholfen? Und vielleicht kannst du es, ohne dass man rückdeuten kann, um wen es geht, vielleicht einfach auch da ein Beispiel sagen, dass die Menschen merken, dass es auch Möglichkeiten gibt, ihnen da rauszuhelfen, dass sie nicht alleine sind mit dieser Angst, sondern dass es da einfach, also abgesehen von nicht mehr so viel Medien gucken, weil dann kriegst du Angst. Ne? Bei mir im Umfeld ist jetzt auch schon wieder ein Workshop letzte Woche abgesagt worden. Bei einem ist jetzt noch unklar, weil da Corona-Kontakte sind. Da muss jetzt erst der Bluttest abgewartet werden. Ne? Also wie gehst du da jetzt gerade konkret mit um? Hast du da auch noch, weil Beispiele sind immer so ganz toll, finde ich. Ja, ich habe neulich ein Feedback nach längerer Zeit bekommen. Da freue ich mich natürlich immer. Das war ein ganz einfaches, insofern, dass es einfach eine Zahnarztangst war, also eine Angst vor dem Zahnarzt. Und dann sagte sie so nebenbei zu mir, ach übrigens, Sie haben ja auch völlig die Angst vorm Zahnarzt genommen. Also wir haben einfach auch systemisch gearbeitet. Ich habe auch die Coaching-Tools, ich habe ja auch noch eine systemische oder Coaching-Ausbildung. Ich versuche eben die Werkzeuge so einzusetzen, wie derjenige auch vom Tempo her möchte. Und das zum Beispiel war eine Angst, die ist einfach weg. Sie sagt, sie geht jetzt einfach gerne zum Zahnarzt. Und genau. Funktioniert das natürlich auch bei diffusen Ängsten, die man konkretisieren kann. Homöopathische Mittel helfen durchaus auf der psychischen Ebene sehr. Das wissen viele nicht. Also Arsenicum Album, sowas, das ist ein Mittel, das hat große Angst mit drin, die sich wiederum natürlich auch körperlich dann zeigt. Also und da kann man so viel machen auf verschiedenen Ebenen. Ja, also. Das macht total neugierig. Sehr, sehr schön. Also Menschen, also alle, die jetzt zugucken und die vielleicht noch in der Angst sein sollten, ihr könnt auch bei der Heike anrufen. Das geht auch zum Teil telefonisch, gell? Auf jeden Fall. Per Zoom, so wie wir jetzt. Es wäre gut, wenn wir uns einmal in der Praxis sehen, aber es geht ganz vieles telefonisch, auch eine akute Geschichte. Genau. Und was ich den Menschen mitgeben möchte, ist einfach den Blick mehr auf die Möglichkeiten, die wir haben, zu legen. Und weniger auf die Beschränkungen, weil die werden so groß, wenn man da immer hinguckt. Ja, und die Möglichkeiten werden übersehen. Also einfach auch mal über den Tellerrand hinaus, auch in Bezug auf Corona. Es gibt so viele ätherische Öle, die antiviral wirken. Die, das ist 7000 Jahre alt. Die Mauren haben das nach Europa gebracht. Es gibt Labore, die machen mittlerweile Aromatogramme, wo man einen Abstrich macht, zum Beispiel auch vom Rachen, ja, und dann wird auf einer Petrischale der Abstrich quasi angezüchtet, dann legen die Blättchen mit Aromaölen drauf und dann zeigt sich ein größerer oder ein kleinerer Hemmhof. Da weiß man ganz genau, welches Aromaöl da greift und welches nicht. Und also Antibiotika, die nicht mehr funktionieren, werden gemeinsam mit Aromaölen wieder wirksam. Also solche Sachen gibt es ja alles. Sehr schön. Ja, ich habe auch in meinen Seminaren immer ein Aromaöl noch mit einem Diffusor als Ergänzung zur Sicherheit für das Bedürfnis und Gefühl meiner Teilnehmenden dabei. Ja, muss man natürlich ein paar Sachen beachten, ja, Allergiker und so weiter. Und ich teste das auch immer am Handgelenk. Auch da gebe ich Workshops. Also
Aber es gibt einfach so eine riesen, wir haben so einen riesen Korb voll Möglichkeiten, die Pflanzenwelt, und alles hält es bereit, und wir sollten den Mut nicht verlieren. Und wie gesagt, das Dahinschauen und auch das, was wir ganz am Anfang hatten, so der Steuermann des Lebens bleiben, die Steuerfrau, wenn ich spüre, das ist nicht mehr stimmig für mich, mein Beruf nicht, da, wo ich gerade stehe, passt nichts mehr, nicht einfach weitermachen, sondern mal innehalten. Und mal überlegen und dann mal gucken, was zeigt sich denn? Also man kann so vieles ändern und man muss nicht gleich alles über Bord werfen. Man sollte das schon achtsam machen, aber manchmal ist es auch das kleine Rädchen, an dem man dreht, wo einfach ein Druck weggeht, ja. Das habe ich übrigens auch oft auch bei jungen Leuten, die kurz schon vorm Abitur fast den ersten Burnout erleiden. Da ist so viel Druck im System. Und dann kann man super kombinieren, methodisch zu arbeiten. Und dann gebe ich vielleicht noch ein Mittel dazu. Und dann ist es einfach wieder viel gelassener. Und die können überhaupt erst wieder lernen. Weil wenn man so viel Druck hat, ist man ja auch blockiert. Also Gelassenheit ist jetzt hier auch für ein roter Faden. Der Philipp hat vorhin schon mit dem Begriff auch gestartet. Philipp, was war denn rückblickend so das tollste Ereignis oder die tollste Rückmeldung, die dir vielleicht auch mal jemand gegeben hat? Weil Heike hat jetzt gerade Rückmeldung von ihren Patienten, Patientinnen, für dieser ohne Zahn, die keine Angst mehr vom Zahnarzt hat. Gibt es Menschen, die irgendeine Rückmeldung dir geben, dass die Musik dich berührt, weil du singst ja wirklich sehr tiefe Texte, die auch berühren? Also Ja, das gibt es tatsächlich öfter. Also heutzutage ist es ja relativ einfach, auch mit Leuten in Kontakt zu treten, ohne sie persönlich treffen zu müssen, über Instagram, Facebook und Co. Und da erreichen mich schon öfter mal Nachrichten von Menschen, die sich einfach bei mir bedanken für meine Songs, für meine Texte, für meine offene, verständnisvolle Art, die ich so in meinen Songs vermittle. Und ich hatte letztens noch eine konkrete Situation. Da hat mich eine Mutter von einem Mädchen angeschrieben, bei der wir auf der Schule waren mit diesem Doppeleinhorn-Projekt vom Ministerium. Zur Erklärung, das ist eine Initiative, die zur Prävention von Cybermobbing und Hate Speech da ist. Und wir vermitteln auch gewisse demokratische Grundwerte. Wir reden mit den Schülern viel über Meinungsfreiheit und solche Dinge und wie man die Meinungsfreiheit richtig wahrnimmt, ohne anderen irgendwie auf den Schlips zu treten und die Grenzen der Meinungsfreiheit zu übertreten. Aber in meinem Workshop geht es auch ganz viel tatsächlich darum, wie man sich verhalten kann, wenn man in die Opferrolle gerät in einer Mobbing-Sache oder wie man sich dann Hilfe sucht, an wen man herantritt, wie man das macht und verbinde das so ein bisschen mit einem kreativen Anteil. Und lass die Schüler dann am Ende des Workshops einen Songtext schreiben, basierend auf den Erfahrungen und dem, was wir da besprochen haben. Und um den Bogen jetzt nochmal zu spannen, die Mutter des Mädchens hat mich auf Instagram angeschrieben und meint, ihre Tochter wäre längere Zeit gemobbt worden wegen eines Übergewichts. Und ich konnte mich natürlich an das Mädchen nicht mehr im Einzelnen erinnern, aber sie meinte dann, dass der Workshop ihr so viel gegeben hätte und ihr Mut gemacht hätte und dass es ihr seitdem viel besser geht und dass sie auch es geschafft hat, dennoch was gegen das Übergewicht zu tun, obwohl sie mittlerweile besser damit klarkommt und sich wohler in ihrer Haut fühlt. Und das war eine tolle Rückmeldung, weil wenn man Kinder oder Jugendliche in dem Alter prägen kann und denen was so Positives mit auf den Weg geben kann, dann ist es schon was Schönes. Weil ich glaube, wir alle wissen, wie schwierig das werden kann, wenn sich sowas über die Jahre festigt und im hohen Erwachsenenalter immer noch diese Komplexe tief drinstecken und man es nie geschafft hat, da irgendwie was zu machen. Von daher. Wie toll, da bist du auch ein richtiger Mutmacher und machst jetzt auch Workshops. Also von daher eigentlich auch eine Art Kollege. Super, Sozusagen. super. Ein tolles Projekt, kannte ich gar nicht. Das wäre ja sonst meine nächste Frage gewesen. Das ist ja toll, das hat sich die Frage sozusagen, ist in eins schon gegangen. So, wir haben noch nur 3 Minuten. Das heißt, jetzt bitte ich Heike nochmal, eine Sache loszuwerden, die dem Publikum mitgeben möchtest, was neben dem Mut machen, was du auch machst, ja, als Brücke zwischen euch beiden noch sagen willst. Und dann hat der Philipp auch nochmal so eine Sache, die ja den Menschen passt, vielleicht auch zur Meinungsfreiheit, was du da machst, ist ja auch hochaktuell, auch noch mitgeben möchte. Also Heike, du hast sozusagen den ersten Part, so Aussicht, mutmachend. Ja, die Herausforderungen dieser Zeit anzunehmen, sie sind da.
Aber sie birgen so viele Chancen auch, auch mal auf die andere Seite zu gucken, was sich ergeben kann, was ich vielleicht neu habe. Ja, einfach auch mal auf die andere Seite zu schauen und da weiterzumachen und sich auch zu vernetzen mit Menschen, die einem gut tun, einen darin bestärken. Du baust auch gerade ein BNI-Netzwerk auf, ne? Ich bin ja auch im BNI, das freut mich total. Mal schauen, da komme ich auch gerne mal vorbei. Lieber Philipp, was ist deine wichtigste Botschaft noch? Meine wichtigste Botschaft, die ich auch den Schülern immer mit auf den Weg gebe und auch auf der Bühne so ein bisschen propagiere, ist, dass man eben nach seinem Herzen gehen soll, an seine Träume glauben soll, egal wer oder wie groß die Steine sind, die einem in den Weg gelegt werden. Am Ende mit ein bisschen Fleiß und mit vor allem Glaube und Herzblut kann man fast alles erreichen. Und ja, man soll sich bloß nicht abbringen lassen vom Weg und weitermachen, weiterkämpfen, nie die Hoffnung verlieren. Und auch an Tagen, an denen es einem wirklich nicht gut geht, immer wissen, es kommt ein neuer Tag, die Sonne geht morgen früh wieder auf. Und wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, fühlt es sich vielleicht schon ein Stückchen besser an. Oh, wie schön. Ihr beide seid so toll. Ich danke euch. Alles ist möglich. Danke dir. Und guckt nach vorne. Wo haltet ihr den Fokus hin? Und jeder Mensch ist besonders und einzigartig. Und ich freue mich auch, wenn jemand das sieht hier und sagt, oh, da will ich auch mal rein. Also dann meldet euch bei mir, denn wir haben alle Geschichten zu erzählen. Und die Geschichten sind es, die uns ausmachen, die euch ausmachen. Und aus diesen Erfahrungen eben zu wachsen und nach einer Nacht schlafen. So ein banaler, einfacher Tipp, der ist immer wieder ganz wertvoll. Ich danke euch und ihr dürft gern noch kurz drin bleiben. Den anderen sage ich allen tschüss und werde nämlich jetzt einfach das beenden, das Video. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss.